Herzlich willkommen zum nächsten Ligaspiel hier beim 1. FC Nürnberg. Unser zweites heute gegen den FC Ingolstadt. Wir gehen natürlich direkt rein. Erstes Spiel war ein Sieg. Da wollen wir natürlich anknüpfen. Können wir kurz gucken, aber müsste eigentlich noch alles richtig sein. Und los geht's. Ja, von mir auch nochmal ein Dankeschön, dass wir jetzt die 10 Abonnenten geschafft haben. Hat mich natürlich super gefreut. Ja, jetzt geht's hier rein ins Spiel. Mal gucken, was wir hier rausholen können. So, das war auf Petrak. Sluska. Schön auf Burgstaller. Er versucht jetzt direkt über außen, Blattpass in der Mitte. Aber ein Verteidiger ist mit dem Kopf dazwischen. Jetzt wäre er wieder Ingolstadt im Ballbesitz. Morales geht hier am Verteidiger vorbei. Oh, er hat mir fast den Ball gekriegt. Der Costa kommt über die Außen. Aber unser Verteidiger war da und jetzt Gebhardt. Schnellen Konterversuch. Aber Morales ist da. Aber Gebhardt holt sich direkt zurück. Natürlich sehr gut ist, aber es muss auch einer mitlaufen. Alleine kann Gebhardt das von da nicht. So, jetzt rein. Silvestra, aber Özkan ist da. Schaden. Die erste richtige Chance für uns. Pledel hier am Ball, das hier ist wieder Pledel. Da außen steht keiner, muss jetzt mal alleine hin. Ich kann ihn ja nicht ganz alleine stehen lassen und da kicken sie sich selber. Pledel trickst du und dann rechts Außenverteidiger aus, jetzt Morales. Schön Vertrag, aber oh, komm, den hast du Rakowski. Gut. Da war unsere Verteidigung ist jetzt nicht so sicher. Und was passiert denn da? Aber den hat Rakowski sicher. Hat er seinen Fehler gerade noch so ausgebügelt. So. Löwe. Gebhardt. Der auf Silvestre. Oh, und wo passt der denn hin? Der sollte eigentlich nach unten. So, Silvestre macht einen Wechsel, aber Kroos kriegt den. Aber Burgstaller holt ihn sich zurück und dann verliert den Ball an Hübner. Schade. Lecky. Hinterseher. Und der passt uns aus. Okay, gerne. Ach, die kriegen frei. Schade. Lass mal hier decken, dass die hier gar nicht aufkommt, hier einen kurzen Pass zu machen. Und den Ball haben wir. Silvestre, jetzt muss Blopper auch mitlaufen. So. Das freut das für uns zumindest etwas. Wir auch alle mal wieder bei uns mit vorne. So, Vertrag auf den Lapper. Der verliert den Ball aber stark. Der kriegt stark, ja. Zeluska. Burgstaller. Lapper und Kroos klärt uns aus. Lapa, flanke ihn, aber die Flanke geht auf den Torwart. Der macht ganz sicher kein Tor für uns. Oh, fast hätte Mart da den Ball verloren. Jetzt hier wieder moralisch und Hinterseher. Wieder der moralisch, der bisher positiv auffällt, aber hoffentlich kein Tor schießt. Jetzt hier wieder ein Ball, sitzt Gebhardt. Und Mart kriegt den. Wieder moralisch, aber der bindet sich wirklich in jede Spielaktion ein. Gebhardt. Zeluska. Oh, der passt auf Pledel. Was macht der denn? Jetzt muss natürlich die Verteidigung hier schnell reagieren und gucken, dass da nichts anbrennt. Ah, schön Petrak. So. Burgstaller.
Stück Silvestris da, steil, da war Martip bis mit dem Kopf da und dann steht da keiner. Groß kann einfach so laufen. Passt auf Hinterseher. Lecky und Petrak klärt ins Aus. So, Groß. Schön, Petrak. Und der ist Halbzeit 0 zu 0. Ja, Kessler dafür auch. Okay. Ja, beide Einschüsse aufs Tor. Ingolstadt hat mehr Ballbesitz. Okay. Wenn FIFA das so sagt. Ja, geht's ja auch direkt weiter. So, Morales, aber Silvestre hat den Ball schön. Man sollte jetzt nicht zu lang hinten aufhalten, damit sonst fehlt er noch vorne. Pollack. Passt auf freistehen, Lapper. Läuft über außen. Und Typ, na, ist da. Das wäre die Chance für den Lapper gewesen. Jetzt hier alle schnell zurück, dass die hier keinen guten Konter machen. Und da ist Palox super. So, Löwe. Wäre sehr viel Hektik los in diesem Spiel. Man merkt, dass es um viel geht. Auch in der frühen Phase der Saison. Kann natürlich auch auswechseln, muss erstmal hier die Aktion bereinigen. Oh, Morales hat Platz, der passt auf Lecky. Und Siluska wird ihn ab, schön. So, dann können wir jetzt mal auswechseln. Was hier eben noch 30 Jahre aus der Ballen ausgeht, wenn es weitergeht. Früher Bulltwist für Löwe. Und den Füllkrug für den Lapper. Und dann geht's weiter, Silvestre. Passt auf unten zu Gepard. Gepard. Schick Silvestre. Aber Marfetip ist leider schneller da, aber Gepard kriegt den Ball wieder. Was war das denn für ein Pass? Der hätte natürlich nicht so komisch abspielen dürfen. Schon wieder auf Pledel aufpassen. Der anscheinend von Greuther Fürth nach Ingolstadt gewechselt ist. Hinterseher. Schön Vertrag, aber hinter sie erst weiter am Ball. Lecky. Oh, schön und Vertrag hat den Ball. Lapper. Jetzt muss der jetzt vorbei, da geht auch dran vorbei. Ja, da wird er fast umgegrätscht. Lapper. Oh, und Özkan ist das. Schade. Das war auf jeden Fall eine super Chance. Da vielleicht auch runterpassen können zu Silvestre. Hier direkt hier der Konter von Ingolstadt. Ah, schön Schöpf. Oh, schade, dass Silvestre den Ball verlieren. Das hätte am Lapper schnell schicken können. So, es ist wieder am Lapper am Ball. Burgstaller. Lapper. Und zieht ab und wieder ist Özkan da. Das gibt's doch nicht. Jakob Silvestre. Auf Schöpf, aber der kriegt den nicht. Warten jetzt seit 20 Minuten schon auf unsere Einwechslung. Ja, da sieht man mal wieder gekämpft wird. Und der Ball geht auch nicht ins Aus. Oh, Löwe. Und das war eine ganz schlechte Flanke von Löwe. Grottig, da wird gut, dass jetzt auch ausgewechselt wird. Ja, gut, ist stattgefunden. Auch in der Animation es nicht gezeigt hat. So, lässt Schöpf geht auf Martip drauf und auf Da Costa. Und Da Costa klärt den Ball erstmal. Wurde zu sehr unter Druck gesetzt. Das ist sehr gut. Jetzt wie hier im Ballbesitz Silvestre. Schöpf. Wieder auf Silvestre. Füllkrug und er verliert den Ball. Ah, ärgerlich. Oh, Füllkrug kämpft hier richtig und Burgstaller kriegt den Ball dann. Und der macht so einen doofen Pass auf Hübner. Aber wieder ein Ball mit Chiluska. Ist auf Bultwies. Gepard. Schöpf. Er versucht sie vorbeizukommen und da kommt und da hat es gerade im Grund geleckt, okay. Und der Chef verliert den Ball, das gibt's doch nicht.
Eine Chance müssen sie dann doch mal nutzen. Passen jetzt mal wieder zurück. Da steht natürlich keiner von uns. Dann ist Abpfiff 0 zu 0. Da war auf jeden Fall ein Sieg für uns drinne. Naja, was soll man machen weiter? 0 zu 0. Vorspiel hätte ich eingenommen, aber jetzt nach dem Ablauf. So, jetzt hier noch kurz die letzten 10 Stunden. Wir haben unseren Kader, der sollte auf jeden Fall reichen. Ja, wir die 10 Stunden ablaufen lassen. Hier ist auch nur unsere Zugänge und Abgänge. Noch 3 Stunden. Noch 2 Stunden. Eine Stunde und die ist genau jetzt auch abgelaufen. Das sehen wir wieder zu Nachrichten. Das Hofland, Nationalspieler und Transferfenster jetzt zu. So, können wir noch kurz zum nächsten Spiel simulieren. Gegen den VfL Bochum, da sollte dann auf jeden Fall wieder ein Sieg drin sein. Vielleicht schießen wir dann ja auch mal ein Tor. Vielleicht auch mal bei dem Herr Lapper. Und damit verabschiede ich mich von dieser Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Spiel gegen den VfL Bochum und ciao.